Ja, ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass wir im Bündnis einen Beschluss haben. Und den haben wir auch auf der letzten Bündnissitzung einstimmig gefällt. Und das ist auch ganz gut so. Wir werden es nicht zulassen, dass unsere Bewegung von der AfD unterwandert wird. Weil im Gegensatz zur AfD sehen wir die Trennung nicht zwischen den Menschen, sondern zwischen oben und unten. Und wir sind nämlich zum Beispiel für ein Europa der Menschen und gegen ein Europa der Konzerne. Und so muss das auch bleiben. Wir müssen endlich wieder ein menschenwürdiges Europa haben hier. Es kann nicht angehen, dass ein paar Autokraten in Brüssel sitzen und uns die Politik vermiesen wollen, beziehungsweise uns davon abhalten wollen, selber Politik zu machen. Durch Einführung von regulatorischen Räten oder sowas in CETA. Sowas geht nicht, das ist die faktische Abschaffung der Demokratie und dagegen setzen wir heute ein deutliches Zeichen. Ich möchte jetzt aber nicht zu lange reden, weil ich habe gleich noch ein bisschen Redebedarf mit meinen Gästen. Ich möchte jetzt Gerd Joch gerne hier oben auf den LKW bitten, weil ich finde es unheimlich toll, dass wir sogar die Stadt Münster im Boot haben, die sich auch gegen CETA und TTIP in der jetzigen Form ausgesprochen hat. Gerd, ich gebe dir das Wort. Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Münsteranerinnen und Münsteraner. Vielen Dank für die Einladung. Als Mitglied des Rates der Stadt und als Bürgermeister nutze ich die Gelegenheit gern für einen kurzen und für einen persönlichen Redebeitrag. Kommunen garantieren ihren Bürgerinnen und Bürgern Daseinsvorsorge, Trinkwasser, Energie, Mobilität und Bildungsangebote, um nur einige wichtige Leistungen zu nennen. Soweit sie diese Leistungen nicht selbst erbringen, kaufen sie sie bei privaten Anbietern. Kommunen sind deshalb Marktteilnehmer und prinzipiell daran interessiert, dass Märkte problemlos funktionieren. Kommunen müssen ihren Bürgerinnen und Bürgern aber nicht nur mit ausreichend vielen Leistungen versorgen, sie müssen auch auf die Qualität der Leistungen der Daseinsvorsorge achten. Wir liefern unseren Bürgerinnen und Bürgern nicht nur genügend, sondern vor allen Dingen sauberes und unbelastetes Trinkwasser. Wir liefern umweltfreundliche und möglichst bald auch atomstromfreie Energie. Wir verwenden beim Bau von Kita und Schulen kein PVC und kein Tropenholz. Und, meine Damen und Herren, wir achten darauf, dass die Kinder in den Ganztagsschulen ein gesundes Mittagessen bekommen. Kommunen sind deshalb genauso daran interessiert, dass Waren und Dienstleistungen Normen entsprechen und Qualitätsanforderungen einhalten. Die geltenden europäischen und deutschen Regeln für die Beschaffung von Gütern und Diensten helfen den Gemeinden dabei, ökologische, soziale und ethische Qualitätsanforderungen durchzusetzen. Wir können beispielsweise Unternehmen von der Vergabe von Leistungen ausschließen, die keine Mindestlöhne zahlen, ebenso wie Anbieter, die die Regeln des Arbeitsschutzes missachten. Münster geht seit 2015 noch einen Schritt weiter. Divestment ist das Stichwort. Finanzanlagen der Stadt werden nicht mehr in Kohle und Öl angelegt, nicht mehr in Unternehmen, die Kriegswaffen zulassen und Kinderarbeit zulassen. Wir Gemeinden erwarten deshalb von der EU und von der deutschen Regierung, dass sie die Regulierung der Märkte von Gütern und Dienstleistungen aus ökologischen, sozialen und ethischen Gründen beibehält, verbessert und, wenn nötig, auch gegen den Widerstand der Konzerne verteidigt. Das bedeutet beispielsweise Verbot von Glyphosat auf Feldern in Münster und anderswo, Verbot von gentechnisch behandelten Nahrungsmitteln in Kindergarten und Schulkantinen und natürlich auch kein Fracking im Münsterland. Auch deshalb, meine Damen und Herren, sind wir gegen CETA und TTIP in der gegenwärtigen Form. Wir wollen einen mühsam errungenen Qualitätsstandard für Güter und Dienstleistungen festhalten, weil wir sie für die Daseinsvorsorge brauchen. Und wir wollen sie nicht für den schrankenlosen Markt der Globalisierung eintauschen. Wir sind nicht gegen den Markt, sondern wir sind für faire Bedingungen und gute Produkte. Und meine Damen und Herren, auch das werden wir schaffen. Ich danke Ihnen. Ja, herzlichen Dank nochmal, Herr Jörg, Bürgermeister der Stadt Münster. Ja, aber ich wollte noch was fragen. Wir haben ja in Münster die Stadtwerke, die sind ja eigentlich relativ gut aufgestellt. Was passiert, wenn CETA kommt? Das wäre für die Stadtwerke eine Bedrohung, nicht weil wir Strom aus Kanada kaufen wollen oder so, aber ganz einfach, weil die Kommunalisierung oder die Rekommunalisierung der Energieversorgung
die Beibehaltung der kommunalen Wasserversorgung, die Beibehaltung des kommunalen Busangebotes natürlich in Schwierigkeiten gerät, wenn jedes internationale Unternehmen verlangen kann, dass es an der Ausschreibung solcher Leistungen beteiligt wird, egal zu welchen Bedingungen. Das wäre zwar keine Gefahr für die Stadtwerke Münster selbst, aber für viele Kommunen, die bisher keine Stadtwerke haben, Stadtwerke gründen wollen oder die Stadtwerke, die bisher fremde Beteiligungen haben, künftig allein führen wollen. Da müssen Sie sich auseinandersetzen mit diesen Regeln, die Sie mehr behindern, als Ihnen die Möglichkeit geben, die kommunale Daseinsvorsorge auch wirklich durchzuführen. Deshalb ist das für die Stadtwerke insgesamt eine bedrohliche Entwicklung. Ja, direkt noch eine Frage im Anschluss. Sie haben ja auch noch die Abfallwirtschaftsbetriebe. Was ist denn da, wenn da jetzt ein Privater kommt und der hat gesagt, macht dann einfach viel billiger? Bislang gibt es Regeln in Deutschland, die das verhindern, weil der kommunale Abfall, also den Bürgerinnen und Bürger selber produzieren, der muss auch den kommunalen Betrieben angedient werden. Dafür sind sie zuständig. Aber die Aufhebung von Handelshemmnissen führt in der Konsequenz dazu, dass diese deutschen und europäischen Regeln unter Druck geraten und im Endeffekt auch aufgelöst werden könnten. Das wäre auch ein genauso großer Nachteil für Bürgerinnen und Bürger, denn wir wissen, dass die kommunale Abfallentsorgung, die Abfallwirtschaftsbetriebe der Stadt Münster, ihren Job gut machen. Und dass die Behauptung in den Zeitungen, das füge ich jetzt noch dazu, weil es gerade so gut passt, vom Steuerzahlerbund, das wäre alles viel zu teuer, das ist alles dummes Zeug, meine Damen und Herren. Ja, dann bedanke ich mich bei dir, Gerhard, für deinen auch kurzen Talk mit mir. Und dann hoffen wir alle zusammen, dass CETA nicht kommt. Und ich sage jetzt einfach mal, von Münster bis nach Kreta, stopp, TTIP, TISA, CETA.